bescheidenen, aber günstigen Wohnraum. Für das sind die Häuser von Bruno Stefanini bekannt. Der Streit um die Führung in seiner Kulturstiftung könnte aber auch seine Häuser betreffen. Denn die würden nach seinem Tod auch in die Kulturstiftung überführt werden. Beim Mieterverband schaut man einem allfälligen Strategiewechsel bei den Stefanini-Immobilien mit Besorgnis entgegen. Insgesamt sind es rund 1'500 Wohnungen. Die sind alle mehrheitlich sehr bescheiden und auch bezahlbar. Das variiert je nach Ausbaustandard von sehr günstigen Mieten bis so mittlere Mieten. Wir schauen dieser Entwicklung jetzt mit einer Besorgnis entgegen, weil die Leute, die in diesen Wohnungen jetzt wohnen, haben es wahnsinnig schwer, eine Alternative zu finden, weil immer mehr bezahlbarer Wohnraum verschwindet. Der Stiftungsrat von Bruno Stefanini seiner Kulturstiftung hat heute keine Stellung nehmen zu der Frage, ob er auch in Zukunft an den günstigen Wohnungen festheben will. Eine entsprechende Botschaft über diese Frage und über den ganzen Streit mit den Stefanini-Nachkommen will ich mir in den nächsten Tagen ausarbeiten. Bei der Stadt Winterthur ist man am Konflikt um die künftige Führung der Kulturstiftung überrascht. Ja, also zuerst einmal bedauere ich, dass da überhaupt ein Streit ausgebrochen ist. Es hat eigentlich jetzt alles gut ausgesehen. Der Bruno Stefanini hat mir noch Ende letzten Jahr selber versichert, es sei alles geregelt. Es werde kein Problem geben, wenn er dann einmal nicht mehr da sei. Die Befürchtung, dass ein allfälliger künftiger Wechsel im Umgang mit den Stefanini-Häusern den Winterthurer Wohnungsmarkt stark verteuern könnte, hat man bei der Stadt nicht. Ich denke, der ein oder andere Bau wäre sehr froh, wenn er eine Sanierung über sich ergehen dürfte. Das wird bei den Mieten ein bisschen anheben, aber ich denke, insgesamt wird jetzt das nicht dazu führen, dass die Wohnungspolitik hier in der Stadt gerade auf den Kopf gestellt wird. Der Bestand an Wohnungen, der ist derart gross, dass sie gar nicht in ein paar wenigen Jahren können aus so vielen Mietwohnungen teure Mietwohnungen machen. Das ist unmöglich und darum denke ich, das wird eine Entwicklung sein. In der Vergangenheit hat es aber immer wieder Konflikte zwischen der Stadt und dem Bruno Stefanini gegeben. Die Stadt hat es nicht gern gesehen, dass der Bruno Stefanini viele von seinen Immobilien in einem vernachlässigten Zustand gelassen hat.